Hallo, hallo und herzlich willkommen bei den Campermen. Ich bin Henning und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Saison geht wieder los und wir haben ganz viele Themen für euch. Und zwar die Starthilfe für Neucamper. Und hier ist Reinhard. Ich freue mich auch, bei diesem Auftakt wieder dabei zu sein. Und wir haben buchstäblich etwas ganz Cooles für euch, nämlich eine Yeti-Kühlbox. Und die verlosen wir exklusiv für euch. Dann fahren wir natürlich mit euch noch ein bisschen campen. Und zwar geht's in die Lüneburger Heide, genauer Richtung Uelzen. Und da stelle ich euch einen schönen Platz vor. Übrigens, mein Name ist Gerd. Hallo, und hier ist Nadine. Ich bin auch wieder dabei. Ich freue mich auf die neue Saison. Es kribbelt auch schon ordentlich. Bald geht's wieder los. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß bei der neuen Folge beim Saisonauftakt. Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd. Halli, hallo zusammen. Hallo. Ja, da muss man sich erstmal wieder aneinander gewöhnen. Ja, ahoi, moin. Zu viert. Ich muss so ein bisschen machen. Aus dem Dinterschlaf. Also eingerostet. Das ist ja geil. Ich muss mal ein Foto machen von euch. Ihr seht alle so gut aus. Das ist ja total schön. Schön, euch zu sehen. Der Winter steht euch gut. Ja, der Winter ist ja noch gefühlt ein bisschen. Ne? Den haben wir jetzt ja wieder gekriegt diese Woche. Ne? Echt? Schneesturm. Nein, ich meine der Winter, der vergangene Winter. Das heißt, 5 Monate ist Pause gewesen, Kinders. Also das heißt, ihr seht ja alle jünger aus statt älter. Das ist ein Hammer. Wie macht ihr das? Ist es das Licht oder ist es denn doch Botox? Ich habe da so einen Filter. Filter, ich würde auch gerade sagen. Hat Filter, jemand Filter, gezeigt. Filter. Ich mache das wie so ein Bär. Ich gehe ja fett und gehe ich in den Winterschlaf und dann zehre ich das alles runter über die 3 Monate und deswegen bin ich jetzt nicht. Sieht aus, als wenn du abgebrochen hättest. Ja, abgebrochen oder abgenommen. Abgebrochen, ja. Danke, danke, Henning. Nein, ich plane das, auch, ich plan das genauso, Reinhard. Bei mir ist das Problem, ich gehe auch fett in den Winter, dann ist aber kein richtiger Winter und dann esse ich einfach weiter. Das ist mein Problem. Ehrlicherweise ist das bei mir auch so, aber das Gute ist ja, es sieht uns keiner, außer wir vier uns gegenseitig. Nee, ich sehe nur bis hier, ich sehe wie mit meinem noch besser als beim Nachrichtensprecher, ich sehe nur bis zum obersten Hemdknopf, das ist perfekt. Ja, je mehr Volumen, desto voller die Stimme ist doch auch schön, oder? Pavarotti war ja nun auch kein Streichholz. Ne? So, wer ist denn schon rausgerollt? Wer fährt denn schon? Außer die, die immer fahren. Also ich fahre immer zum Strand, ich fahre immer. Ja. Nadine, bei dir, wie sieht's aus? Ja, noch nicht ganz. Wir haben gestern tatsächlich schon mal alles startklar gemacht, die Bettdecken schon mal bezogen. Ja. Und über Ostern geht's dann jetzt los. Wow. Wo hast du ihn stehen gehabt? Der steht auf so einem ganz unspektakulären Parkplatz eines Autohauses. Mhm. Also gemietet für den Winter, ja. Oder wie? Ja, ja, okay, ja. Okay. Alles heil. Ich hoffe. Wir sind nur einmal einen Kreis über den Parkplatz gerollt, aber das funktionierte. Ja, nein, sieht alles gut aus, roch auch nicht schlecht. Wir können losfahren, glaube ich. Hatten wir an den vergangenen Folgen schon mal als Thema, hattet ihr ein bisschen abgedeckt oder stand er frei? Nee, der stand tatsächlich frei. Haben wir ja lange drüber gesprochen, auch damals in der Folge. Und wir haben uns dann entschieden, da nicht so einen Aufriss zu machen und den einfach freistehen zu lassen. Nach uns die Sintflut. Na, ging ja gut. Ne? Ich meine, wir hatten ja ein sehr feuchtes Frühjahr, aber dann ist alles fein. Aber der ist ja auch noch neu, ne? Also von daher sollte da nichts passieren. Ich könnte jetzt dir eine Frage stellen, was deine Autos machen, aber ich lasse es lieber. Ich warte drauf. Ich habe mich vorbereitet, weil ich wusste, dass diese Frage kommt. Was macht der VW-Käfer? Der VW-Käfer, der ist schon lange nicht mehr da. Nein, aber ich halte das ein bisschen wie Howard Hughes. Der hat ja mal so ein Riesenflugzeug mal sich zugelegt. Und 16 so Propeller. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich so Gigantismus hier betreibe, aber ich habe ihn tatsächlich schon mal warm laufen lassen. Er ist auf Schlag angesprungen und er freut sich darauf. Demnächst vor allen Dingen erstmal den Gang zum Landesbetrieb Verkehr erstmal zu erfahren. Du weißt schon, wie Howard Hughes seine letzten Jahre verbracht hat, ne? Also so, ich denke immer an das Fahrzeug eher, oder beziehungsweise die Art und Weise, wie so ein Fahrzeug hat. Nicht der Propeller, sondern eher so, wie seine Wohnung und sein Körperzustand so war. Ja, ich habe das nicht ganz unbewusst gewählt, dieses Bild oder diesen Namen, irgendwie, um euch natürlich auch eine Steilvorlage zu bieten für die nächsten Beleidigungen der nächsten Folgen. Ich freue mich drauf, ich bin darauf vorbereitet und
ich sage dann immer, mich können nur Menschen verletzen. Na, es gibt ja so, beim Wird Tanzen ja gibt es ja die Stehtänzer, die dann einfach dann irgendwie sich hinziehen. Du bist dann quasi der Sitzcamper oder der Stehcamper oder der Passivcamper oder was ist es bei Stehgeiger. Stehgeiger, genau. Also ich habe ja meinen Achtsamkurs erfolgreich beendet. Also ich werde dich nicht mehr beleidigen. Och, ich wollte euch ein bisschen aufklären. Es soll auch Spaß machen, Henning. Der Wuppi, also der Reinald oder Wuppi, wie wir ihn liebevoll nennen, für die, die zum ersten Mal einschalten, ein Land Rover fährt und den jetzt aufbereitet, also schön, fahrbereit dass, schön, macht. Dass du sagst Pferd, immerhin, der hat, er besitzt einen, war bisher eigentlich. Ja, du machst das so, du sitzt am Lenker. Ich habe, wie gesagt, also in meinem Achtsamkeitskurs habe ich das gelernt, positiv, vor allen Dingen auch den Aggregatzustand bewerten und nicht den Ist-Zustand, das heißt, ein Auto fährt ja normalerweise, deshalb gehe ich so drauf ein. Genau, Gerd und ich fahren gerne Thema auch VW. Übrigens, ne? Genau. So, ich fahre gerne VW, nein, Auto fährt und da sind wir auch gleich beim tatsächlich einem der wichtigsten Themen. Ne? Ja, mir fällt eigentlich immer nur der Song ein von Fredel Fesel, den können wir ja vielleicht nochmal einspielen. Kennst du den noch? Ein Auto, das nicht fährt, ist sein Geld nicht wert. Herrlich. Daran kann man erkennen, dass Henning doch nicht der Jüngste in der Runde ist. Thomas Heck hat sich da nochmal umgedreht. Wenn wir jetzt zu Schlagern kommen, da könnte ich auch ausholen, aber wir wollen ja eigentlich hier, wir wollen ja zum Thema Campen und Camper und Camping kommen. So ist es. Und wir möchten mit euch, für euch über das Thema Start zum Campen, also in das Campen. Also wir haben das mal so genannt, Starthilfe für Neucamper. Das heißt, vielleicht gibt es da draußen ja auch Leute, die das jetzt hören und sagen, ich habe da auch Bock drauf. Ob das jetzt Vanlife ist oder Campen, also wir wollen das jetzt mal auf mobile Fundamente heben, also Caravan oder Wohnmobil. Und wir wollen mit euch eigentlich mal, oder wir möchten unsere Erfahrungen austauschen und die Gedanken, die wir uns gemacht haben, die wir wichtig finden, wenn man mit dem Campen beginnt. Denn da gibt's ein paar Überraschungen, vielleicht auch ein paar Sachen, an die man vorher denken sollte. Und da möchten wir jetzt drüber sprechen. Und wie man das so schön sagt, Ladies first. Nadine, was ist denn, du bist ja nun seit mittlerweile 2 Jahren Camperin. Ist das richtig? Ja, ich muss auch gerade rechnen. Ja, du hast so recht. Ja. Erzähl uns doch mal, was ist denn so deine Mitnahme im Nachhinein, wo du so sagst, da habe ich gar nicht dran gedacht, als ich angefangen habe zu campen. Boah, ey, da hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt. Ich glaube, da gibt's gar nicht so viel. Vielleicht ist auch mein Problem, dass ich sowieso immer alles zerdenke vorher und alle Eventualitäten irgendwie durchspiele. Da gibt's jetzt gar nichts, wo ich sage, das habe ich nicht bitte. Also doch, es gibt bestimmt was, aber das sind dann eher so Kleinigkeiten. Also so die Orga, ne? So Saisonkennzeichen und all so Dinge. Wie funktioniert das eigentlich alles? Keine Ahnung. So Kleinkram, aber also um jetzt gleich mal vielleicht zu starten mit den Fragen, die ich mir so überlegt habe, ne? Also ganz pragmatisch, weil ich glaube, die technischen Sachen und so, die überlasse ich jetzt mal euch, da bin ich nicht die Fachfrau. Was ich mich einfach oft frage und als Neucamper oft gefragt habe, aber was mich immer noch begleitet ist, wie finde ich schöne Plätze? Und da würde ich von euch auch gerne mal wissen, wie ihr da eigentlich rangeht, weil jemand, der das noch nie gemacht hat, wie fährt der überhaupt los? Wo fährt der hin? Darf ich die Frage kurz zurückstellen, Nadine? Weil ich glaube, das mit den schönen Plätzen ist eine gute Idee. Tatsächlich würde ich auch gerne mit dir darüber, oder mit euch darüber reden. Aber ich glaube, müssten wir noch einen Schritt davor eigentlich machen, wenn wir das vielleicht mal versuchen, chronologisch zu machen. Weil bevor ich überhaupt zu so einem Platz fahre und mir einen schönen Platz suche, muss ich erstmal, glaube ich, mir überlegen, so wie fahre ich überhaupt? Also fahre ich mit der Familie, fahre ich alleine, fahre ich mit großem Gedeck oder fahre ich mit einem kleinen Wagen mit einem Dachzelt drauf? Oder Henning hat gerade gesagt, wir bleiben bei diesen mobilen Dingen. Also Zelten lassen wir jetzt mal außen vor. Aber so, wie bin ich eigentlich unterwegs? Was brauche ich eigentlich für ein Fahrzeug vielleicht oder sowas? Dass wir so irgendwie dann über diese, wenn ich das alles habe, wie finde ich den Platz? Finde ich super. Aber ich glaube, das ist von der Orchestrierung vielleicht ein bisschen zu früh, schätze ich. Das hast du eigentlich gut, sozusagen eine gute Klammer gefunden, ja. Das ist eigentlich die Frage, ne, die vielleicht tatsächlich da noch vorauskommt, welcher Campertyp bin ich eigentlich? Und daran anschließend, welche Art Mobilität suche ich auch, wenn du sagst, wir wollen jetzt tatsächlich diesen klassischen Zeltner, möglicherweise auch den Tramper, der mit dem Rucksack und dem Zelt drauf, wenn wir das mal außen vor lassen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir irgendwie alle irgendwie mit einem eigenen Mobil unterwegs sind, wie groß auch und welche Art das auch immer sein mag, dann ist das vielleicht so die Ausgangsbasis und das finde ich eine ganz, ganz richtige Frage und das ist auch das, was ich persönlich so, wo ich mich auch so entwickelt habe,
Also schönes Ding, übrigens Henning, eben gerade läuft der Käfer eigentlich. Ich habe angefangen mit dem Käfer. Also Camping war für mich damals mit dem Käfer. Und die Leute auf dem Campingplatz haben alle gedacht, wo holt der Typ eigentlich diese ganzen Sachen aus dieser Karre raus und wo lagert der das eigentlich? Also ne, vom Zelt über Tische, Stühle und irgendwie Herd und bla bla bla. Und das lange her und das ist auch irgendwie, war eine schöne Zeit, aber heute ist es eben anders. Okay, Käfer ist natürlich speziell. Ja. Lass uns vielleicht mal drüber reden. Es gibt das klassische Wohnmobil, also sagen wir mal, das klassische Wohnmobil meine ich jetzt damit mit WC und diversen Bettgelegenheiten und mit Standheizung. Das heißt, bin ich jemand, der einen gewissen Komfort braucht, beziehungsweise reise ich vielleicht auch mit der Familie und wünsche mir die Möglichkeit, keine Ahnung, den Filius mal zu duschen oder wenn dem kalt ist, einfach mal eine warme Dusche anzumachen, beziehungsweise soll es abends schön muckelig sein, bin ich irgendwie temperaturempfindlich, dann sollte es vielleicht ein Wohnmobil sein mit eben einer größeren Ausstattung. Dann gibt es natürlich auch die Variante, bin ich jemand, der viel unterwegs ist oder sehr flexibel sein möchte, das heißt Ausflüge machen, wenn ich in diesen Urlaub fahre, dann ist vielleicht auch ein Caravan die Lösung. Das heißt, den kann man dann einfach ganz praktisch stehen lassen, abkoppeln und dann fährt man mit dem PKW auf die Kurztrips oder auch an die Küste, wenn man in der Nähe der Küste nur campt. Das gibt's ja auch. Und dann gibt es natürlich den individuellen Ausbau. Da will ich auch mal so Overlander mit reinnehmen, also jetzt Land Rover oder irgendwelche Geländefahrzeuge eben oder auch irgendwelche alten Busse oder Kastenwägen, die man dann selber ausbaut, wo man dann eben die Möglichkeit hat, selber zu gestalten. Das würde ich jetzt mal so als Campingfahrzeuge mit Motor einfach mal so sehen. Und da ist natürlich die Frage, habe ich einen Firmenwagen? Habe ich eine Anhängerkupplung? Macht ein Caravan Sinn? Dann kann ich den da auch nutzen. Das ist eine Überlegung. Wie groß ist meine Familie? Gerd, das hast du ja auch schon gesagt. Das heißt, wie groß muss das Fahrzeug sein? Und dann natürlich grundsätzlich immer die Frage, wie komfortabel, ne? Also welchen Raum brauche ich? Dann machen wir uns nichts vor. Campen findet irgendwie auf der Größe einer Gefängniszelle, habe ich irgendwie in so einem Forum gelesen, statt. Da muss man sich schon Gedanken machen, mit wie vielen Leuten man unterwegs ist und wie viel Platz man hat. Viele Freunde von mir, die ich kenne, sind irgendwie mit dem VW-Bus gestartet und haben dann Kinder bekommen und sind jetzt halt mit so einem Alkoven, das ist diese Schlafabteilung über dem Fahrerhaus unterwegs. Das ist halt so, das Auto wächst mit. Ne? So, Nadine, du bist ja gleich so gestartet, ne? Mit so einem, Genau. Mhm. Wir haben gleich. Ja, wir haben was Kleineres auch erstmal ausprobiert, so ein Toyota mit so einem Klappdach, so einem aufklappbaren Dach. Haben gemerkt, für eine längere Reise wäre das nichts. Also uns war einfach auch genau das wichtig, was du im Grunde schon gesagt hast, dass wir ein bisschen Platz haben. Ich hatte keine Lust, irgendwas zu haben, wo ich jede Nacht mein Bett erst bauen muss. So. VW-Bus oder dergleichen. Ja, guck mal, genau. Genau, ich hatte, und wir dachten immer, ein Kastenwagen wäre das Richtige für uns, aber als ich dann mit Kind und, also Kind in der Bauchtrage in diesem Kastenwagen stand, habe ich gemerkt, verdammt, auch der ist zu klein, weil wir auch wirklich direkt 7 Wochen unterwegs waren auf der ersten Reise mit dem eigenen Wohnmobil. Und genau, deswegen war für uns klar, wir brauchen da so ein bisschen irgendwie, den Komfort dann tatsächlich. Ja. Und waren mit der Entscheidung auch sehr, sehr glücklich. Aber all diese Dinge, die du genannt hast, die haben wir auch in Betracht gezogen. Also das, was mich am Wohnmobil jetzt manchmal nervt, ist, dass halt viele Stops oder so, die man gerne machen würde, nicht in Frage kommen, weil man da nicht parken kann. Ne? Irgendwo eine hübsche kleine Bucht, ja, kann ich halt nicht parken. Würde mit dem Kastenwagen vielleicht gehen. Ne? So Sachen oder mit dem VW-Bus oder so. Und da ist man halt schon ein bisschen gehemmt. Da ist dann das Wohnmobil, der Wohnwagen vielleicht eine gute Lösung. Aber dafür bist du mit dem Wohnwagen nicht so flexibel. Also du kannst nicht jeden Tag, also könntest jeden Tag weiterreisen, aber wer macht das? Das ist ja viel zu viel Akt, den jeden Tag wieder anzukoppeln, abzukoppeln. Und deswegen war ein Wohnwagen für uns raus. Also da spielen so, ich finde, da spielen so viele Aspekte eben rein, ne? Dass wir gemerkt haben, okay, für uns ist das Wohnmobil zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, das Beste. Wenn wir nur zwei wären, wäre es auf jeden Fall was Kleineres geworden. Und ein Wohnwagen ist uns einfach, dafür sind wir zu rastlos. Es gibt ja noch mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen, glaube ich. Also das heißt, alles richtig, was ihr beide gesagt habt. Ich glaube, da kommen noch zwei Sachen dazu. Einmal, was darf ich überhaupt fahren? Und
kann ich, also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen großen Wagen, ich darf den fahren, mein Partner oder meine Partnerin kann den nicht fahren, ist das eine gute Idee oder keine gute Idee? Das heißt, wenn mal irgendwas ist. Und das Zweite ist auch die finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, also Campen ist nicht billig, das ist immer so ein Irrglaube. Das heißt also nicht nur die Plätze kosten Geld, Sprit kostet Geld und alle anderen Sachen, sondern auch die Fahrzeuge kosten Geld. In der Anschaffung, in der Wartung, in einem Unterhalt. Das ist eine Menge Holz, was man da irgendwie ausgeben muss. Je größer, desto teurer, könnte man ja fast schon pauschal sagen. Und darum ist vielleicht der Einstieg so, und das ist eigentlich, hast du ja auch gemacht, Nadine, erstmal ausprobieren und irgendwie sich was ausleihen und dann vielleicht sich dann auch herantasten. Also dann sagt man, hey, ich habe eine Idee, ich möchte ein geiles, komfortables Bett haben. Ich habe schon mal vom Alkoven gehört oder von Integrierten oder Teilintegrierten. Was ist das überhaupt? Ich leih mir das mal, darf den fahren, cool. Und gehe dann zu diesen Verleihen, wie sie alle da heißen da draußen, und nehme die mir mal für ein Wochenende. Und die Investition lohnt sich immer, statt dann irgendwie so viel zu investieren, einen teuren Wagen zu kaufen und den mit Verlust wieder zu verkaufen oder unglücklich zu sein. Und das Zweite ist, glaube ich, dann auch noch, wie oft nutze ich den Wagen? Das heißt also, wenn ich jetzt sage, so, ich will den einfach nur in den Sommerferien nutzen und sonst steht er das ganze Jahr rum, ist das vielleicht auch möglicherweise keine gute Entscheidung, sich so ein teures Mobil zu kaufen, es sei denn, das Geld wächst aus der Tasche, dann kann man sich vielleicht eher überlegen, ich kaufe den und verleihe den Rest des Jahres oder ich teile den mit jemandem oder ich leihe den eben halt tatsächlich dann auch nur für einen Urlaub. Weil sonst, mit dem Rumstehen wird so ein Wagen auch nicht besser. Und das heißt also, ich glaube, das sind so die Sachen, die ich dann bei der ganzen Kaufentscheidung auch mit einfließen lassen. Ausprobieren, gucken, so welche Größe brauche ich denn im Probieren und nicht durchs Foto angucken oder vom Außen streicheln, sondern auch mal fahren. Kann ich überhaupt zum großen Wagen bewegen? Fühle ich mich sicher damit? Und merke ich dann vielleicht, ach nee, mir reicht das klein, ich mag das Muggeli, ich nehme gar nicht so viel Zeug mit und mein Kind schläft vorne, wenn ich ein Eins habe oder sowas. Reicht. Ich bin eher so dieser Outdoor-Typ mit einem Buschmesser in der Hand und schnitze mir mein Feuer selber oder so. Gibt es ja auch solche Typen. Also das ist ja, ich glaube, das kann man manchmal erst mit dem Machen lernen, glaube ich. Das stimmt. Und du hast eine ganz wichtige Sache angesprochen, die finde ich in der Betrachtung auch entscheidend. Welche Ziele möchte ich ansteuern? Also möchte ich, keine Ahnung, bin ich Griechenland-Fan? Wie weit habe ich es von Hamburg nach Griechenland? Macht das überhaupt Sinn? Möchte ich die Welt damit sehen? Sprich, brauche ich so ein geländefähiges Fahrzeug? Brauche ich vielleicht auch einen schnellen Camper, um schnell irgendwo anzukommen, weil man den auch nutzt als, keine Ahnung, Firmenwagen, also sprich als mobiles Hotel, dass man nicht ein Hotel mietet, wenn man Geschäftsmann ist oder Geschäftsfrau, die unterwegs ist, und man schläft halt in seinem eigenen Auto. Also da gibt es ja viele Ideen, aber wenn wir jetzt zum Campen zurückkommen, dann ist natürlich die Frage, möchte ich große Fernurlaube machen? Mhm. Alles möglich, ohne Frage. Oder sind es die Kurzwochenendtrips an die Küste oder in Deutschland oder im Süden, vielleicht durch die Berge? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die man sich stellen sollte, um dann eben vielleicht auch ein Auto zu wählen, was ein bisschen agiler ist und durch eine kleine römische Altstadt durchpasst, als dass man vielleicht mit dem großen, sehr komfortablen Auto oder Gerd, wie wir letztes Jahr in Irland, da möchte ich zur Hauptsaison dann auch nicht mit so einer 8 Meter Schrankwand rumfahren. Das ist dann vielleicht auch noch so ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Man sagt immer so liebevoll Weekend Warrior oder eben Fulltime Camper. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen soll. Wie viel campe ich eigentlich? Aber das hattest du ja schon angeschnitten, Gerd. Ja. Nadine, du bist ja auch jetzt mit deinem großen Wagen auch Richtung Paris schon gefahren und sowas. Und das ist dann ja auch manchmal nicht ohne, mit so einem Wagen in so Städte reinzufahren, wie du gerade sagtest, Henning. Und manchmal ist es ja auch nicht mehr erlaubt. Das heißt, kommt ja auch noch dazu. Das heißt, ich bin dann vielleicht ein City-Hopper und immer mehr Städte haben dann Umweltzonen. Ich habe mir so ein tolles Wohnmobil gekauft, habe aber keine Möglichkeit, mit den überhaupt in die Stadt, in die Nähe der Stadt zu kommen, weil ich habe kein E-Rad dabei. U-Bahn-Station ist irgendwie 5 Kilometer entfernt oder so. Das sind ja alles so Faktoren. Da kommen wir nämlich jetzt auch gleich zu, wie plane ich meine Reise. Ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn wir jetzt entschieden haben, wie wir gerne reisen, komfortabel, mit einem schönen Bett und dann, was weiß ich nicht alles, eine tolle Kochstelle, ein großer Kühlschrank. Das ist für mich jetzt zum Beispiel, bei meinem nächsten Camper wird es so sein, dass ich bestimmt eine tolle Kochstelle habe, also mit mehr Platten als bisher und einen großen Kühlschrank, weil ich gerne mit frischen Nahrungsmitteln hantiere und nicht so aus Konserven lebe und so. Ich finde das toll. So, und das heißt, das ist dann alles klar für mich. Also ich habe mich dann entschieden. Jetzt geht es darum, wie komme ich denn dahin, wo ich hin will? Wie suche ich mir meine Urlaubsplätze aus? Und dann, du hast die Frage gestellt, Nadine. Hast du auch eine Antwort? Ja.
Ja, es ist, bei mir ist es so ein Mischding. Also es gibt da ja verschiedene Apps. Ich nutze sehr gern Park4Night. Aber da ist auch nicht alles drin, sodass ich ganz viel auch auf Google einfach gucke, stumpf. Und natürlich das Netzwerk nutze. Ne? Also auf Google kannst du einfach irgendwie Camping eingeben und dann entlang der Route, wo man vielleicht hin will, gucken, was gibt es da noch für Plätze, was ist eingezeichnet. Genau, und ich frage halt auch einfach ganz oft rum, also Leute, die vielleicht schon mal in dem Land waren, Freunde, die auch campen, haben die da irgendwas an Empfehlungen? Das heißt aber nicht so nach der Nase nach, sondern du guckst schon im Vorwege so die Plätze so ein bisschen aus und Wildcampen kommt nicht in Frage und eben halt auch nicht so diese Spontanität. Also schon eher so, dass du dann dich vorher erkundigst, oder? Ich erkundige mich auf jeden Fall vorher, damit ich irgendwie einen groben Plan habe und eine grobe Route habe. Aber wir lassen auch Luft für Spontanität, sofern das möglich ist. Aber wir sind jetzt gerade dabei, unsere Reise für den Sommer zu planen. Und da habe ich jetzt tatsächlich mehrmals gehört, dass wir die Campingplätze auf jeden Fall, sobald es geht, buchen sollten, weil wir sonst einfach keine mehr bekommen. Also es kommt eben auch immer aufs Ziel drauf an. Ne? In Finnland letztes Jahr war es kein Problem. In Frankreich vorletztes Jahr, in den Schulferien, haben wir 5, 6, 7 Plätze durchtelefoniert und dann irgendwann ganz weit weg von der Küste nochmal einen gefunden. Also man muss da wirklich genau gucken, welche Zeit ist gerade, sind gerade Ferien, wird es voll, sollte ich das vorher planen oder kann ich einfach frei nach Nase fahren, weil niemand hat Lust mit einem kleinen Kind, so wie wir, dann noch irgendwie eine Stunde oder zwei nach einem Platz zu suchen, wo man stehen kann. Und freistehen ist ja eben auch nicht überall erlaubt, das ist es ja auch. Das Problem, was ich da manchmal so sehe, ist mit diesen Vorbereitungen durchs Internet oder Reiseführer, dass man ja nicht der Einzige ist, der diese Tourenvorschläge dann macht und dann läuft man so wie so eine Karawane mit anderen zusammen und läuft dann die Gefahr, dass es sich dann wirklich so aufstaut und irgendwie, da muss ja richtig, wie eine Strandliege, ne? Man muss früh aufstehen, um den Platz so schnell wie möglich zu buchen und dann hast du dann, wenn du Glück hast, nochmal eine in der ersten Reihe, aber eigentlich auch eher nicht. Das ist echt blöd und das ist gerade in den Sommerferien, das ist immer schön, wenn man nicht darauf angewiesen ist, auf solche Ferienzeiten oder sowas, sondern drumherum fahren kann. Aber Ich kenne das genau, was du machst. Ich habe auch eine ganze Weile, als ich jetzt hier durch Europa gefahren bin, auch immer während der Fahrt geguckt. Und zwar hat es damit mit Müdigkeitsfaktoren zu tun. Wie lange mag ich noch fahren? Und dann habe ich dann irgendwie so, wie ist das Wetter? Aus der Richtung kommt der Regen. Fahre ich in die andere Richtung und guck mal, was in ungefähr 200 Kilometern irgendwie so für ein Platz ist. So bin ich unterwegs. Ich mag das überhaupt nicht vorzubuchen, weil ich nicht heute weiß, wie ich in einer Woche oder in 10 Tagen irgendwie drauf bin. So, das heißt, ich finde das ganz doof. Vielleicht mag ich dann doch nicht mehr französischen Wein trinken, sondern ich möchte dann vielleicht doch eher italienischen Wein trinken und dann fahre ich dann doch mal woanders hin. Generell finde ich aber so Apps geil. Das heißt also, die man mir ganz spontan, also wenn die Planung ist deshalb schwierig. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch nicht mir so eine Mautgeschichte kaufen, weil ich nicht weiß, ob ich in dem Land bin. Ich kann also so eine Vorbereitung nicht treffen. Ich kann jetzt nicht mir irgendwie sagen, so bestimmte Sachen für ein bestimmtes Land vorbereiten. So ticke ich nicht. Aber eine App hole ich mir schon oder mehrere Apps, die mir dann relativ spontan sagen, der Platz ist da und da, hat die und die möglicherweise auch eine Ausstattung, möglicherweise auch eine Bewertung und wenn es richtig gut läuft sogar noch eine Buchungsmöglichkeit, dass ich so unterwegs auch nochmal auf Knopf drücken kann, ich komme jetzt oder sowas oder eine Telefonnummer zumindest, dass ich direkt, nein, so mache ich nicht während der Fahrt, dass ich dann irgendwie auf den Knopf drücke und dann mit denen irgendwie schnell telefonieren kann, ich komme jetzt gleich nochmal vorbei, habt ihr noch einen Platz frei? Also ich bin der spontane Typ, meine Reisevorbereitung kann ich nicht sagen. Ich lasse mich gerne inspirieren durch Gespräche, so wie wir jetzt hier das gerade machen. Wenn jemand sagt, du, ich war jetzt in Schweden unterwegs, dann habe ich schon mal Bock, generell nach Schweden zu fahren. Und wenn man dann sagt, so, du, ich war auf der Ecke im Osten, ich war im Westen und da an dem See oder da an der Küste, dann würde ich da auch gucken. Aber das Problem bei mir ist immer so, wenn mir irgendjemand einen Campingplatz empfiehlt, dann gucke ich mir nicht den Platz an, sondern der mir den Platz empfohlen hat. Also ist das überhaupt so? Würde ich genauso campen wollen, wie derjenige oder diejenige campt? Und darum tue ich mich da immer mit schwer mit so Empfehlungen. Ich finde das auch, was du gerade, Entschuldigung, aber ich finde das auch total nervig, dass man, aber ich habe das Gefühl, man muss inzwischen immer öfter einfach vorbuchen und kann gar nicht mehr. Also wie gesagt, als wir in Frankreich waren, wir hatten für 7 Wochen überhaupt nichts vorgebucht und am liebsten fahre ich auch so, in Finnland ging das auch ohne, aber manchmal geht es einfach nicht und ich buche auch nicht immer dann alles vor, aber ich habe eine grobe Route im Kopf
und such mir vielleicht so ein paar, also such mir so ein paar Platz-Highlights raus, wo ich denke, da würde ich gerne hin. Und dann gucke ich, wann und wie passt das in den Zeitplan. Also das, ne, vielleicht klang es vorhin irgendwie, als würde ich die Route wirklich minutiös, taggenau alles planen. Aber nein, es ist eher so, dass man irgendwie ein paar Sachen, ein paar Asse in der Hinterhand hat sozusagen. Ne? Dass man weiß, was man ansteuern könnte, wenn es sich dann alles so ergibt, wie man gedacht hat, dass es kommen könnte. Vielleicht ist so dieser Punkt, sich das vorbereiten, vielleicht ist es das, dass du weißt, ich möchte, wenn ich in Frankreich bin, auch in Paris vorbeikommen. Und dann kann ich da überhaupt mit meinem Wagen hin. Gibt es in der Nähe, weil es ist eine Großstadt, die Wahrscheinlichkeit, dass es da mitten in der Stadt was gibt, ist gering. Da würde man sich dann möglicherweise vorbereiten. Da bin ich bei dir. Also das würde ich genau sagen. Genau sowas meine ich. Also ich möchte gerne an den und den See oder auf den und den Berg, gibt es da überhaupt einen Campingplatz? Dann schreibe ich mir den Namen auf und dann gucken wir. Und es ist auch oft genug vorgekommen, dass wir dann doch nicht da waren oder doch irgendwo auch frei standen, wenn das möglich war. Ja. Aber ich habe schon gerne, ich weiß schon gerne, bevor ich losfahre, ob es da irgendwie was gibt und gucke nicht erst im Auto nach, weil da will dann das Kind gerade ein Buch vorgelesen haben. So. Ich glaube, daraus leitet sich eigentlich schon die dritte Kategorie ab, sprich, was für ein Gefährt fahre ich, wie finde ich Plätze und daraus abgeleitet, was für ein Typ bin ich? Also sprich, bin ich der die große Erwartungshaltung hat, der wissen möchte, was auf ihn zukommt, also weniger abenteuerlustig, weniger spontan, sondern vielleicht eher so Sicherheitstyp, ist vielleicht das falsche Wort, oder bin ich so jemand, der sagt, die Reise ist das Ziel, also sprich, ich möchte unterwegs Sachen erleben und spontan Sachen entdecken, und das ist, glaube ich, dann auch, wenn man sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin vorher darüber nicht abstimmt oder vielleicht, so wie Gerd ja auch schon gesagt hat, es vorher nicht einmal ausprobiert hat, da ist Konfliktpotenzial. Oh ja. Also wir kennen das alle, gerade Sommerferien, viele freuen sich wahnsinnig drauf, keine Ahnung, das ganze Jahr, schönste Zeit, das muss jetzt alles so richtig toll werden. Und dann Überraschung, das will man denn doch nicht. Also von daher generell beim Campen, glaube ich, ist es immer schön, wenn man jemanden dabei hat, also sprich mit jemandem zusammen ist, der irgendwie eine ähnliche Vorstellung hat. Und Nadine, ich bin ja nun auch Vater, Wuppi, bei dir ist das ja ein bisschen her, aber das sehe ich auch so. Ich glaube, Familien planen dann anders oder planen kürzere Etappen. Und von daher ist das, glaube ich, nochmal eine Überlegung. Es sind jetzt nur zwei Kategorien. Da bin ich eher so der Sicherheits- und Organisationsfreund oder der Abenteurer, der sagt, alles, was mir unterwegs passiert, bereichert mein Leben. Ist ja auch ein Style. Ganz, ganz banal fiel mir eben ein, in euren Ausführungen, die Frage, die ich am Anfang eigentlich hatte, welcher Camper-Typ bin ich? Bin ich überhaupt Camper? Das ist so eigentlich so banal. Ja, die muss man sich tatsächlich auch stellen. Ja gut, die hören uns heute nicht zu, glaube ich. Also das heißt, die keine Camper sind, die hören uns nicht genau, zu. Genau, aber das ist so. Manche haben sich verdrückt. So, weil so, ich glaube, diese Abenteuerlust und so, das haben alle irgendwie mal. Und ne, ja, du hast es auch gesagt, Camping ist auch nicht billig. Wenn man mal sich so vorstellt, man kriegt eigentlich für das gleiche Geld irgendwie auch eine Ferienwohnung irgendwie, wenn man rechtzeitig bucht. Also wenn man an irgendeine Destination will und so, dann fragt man sich, warum gehe ich eigentlich campen, wenn ich das Ganze viel komfortabler fürs gleiche Geld bekommen kann. Es ist trotzdem ein derartiger Reiz. Und wenn man das immer so als Richtschnur im Blick behält und sich dann auch darauf einlässt, auch auf eine gewisse auf ein gewisses Abenteuertum und vielleicht eben auch darauf, dass es nicht immer alles so ausgeht, der Tag nicht immer so ausgeht, wie er geplant ist und man vielleicht ganz woanders landet oder nicht dahin kommt, wo man eigentlich hinkommen wollte. Wenn man sich darauf einlässt und der Partner, die Partnerin das genauso macht und genauso tickt, dann ist es ein unglaublicher Mehrwert. Denn ja, money can't buy. Kann man vielleicht auch noch mal in so eine kleine Kategorie kippen, dass man einfach sagt, was möchte man eigentlich noch sehen? Also wir wissen alle, Urlaubsdestinationen gibt es ganz, ganz viele. Viele sind vielleicht auch gar nicht mehr so einfach zu erreichen aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien. Und da ist Campen ja schon auch immer noch eine sehr umweltfreundliche Art des Reisens. On the long run. Auch on the long run. Eigenes Thema machen, genau. Aber die Frage ist natürlich, dass man sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner abstimmt und fragt, was sind denn noch so deine Ziele? Weil es ist ja nichts schlimmer, als ein Auto vor der Tür stehen zu haben, was
gefühlt bewegt werden muss, weil es gekauft wurde, aber Ägypten unerreichbar scheint. Also das sind, glaube ich, auch Sachen, da gibt es schon ein paar Gespräche, die man im Vorfeld machen sollte, vor allen Dingen auch abgesehen von den Lebenswünschen und Zielen, die man erreichen möchte, weil Campen ist natürlich auch immer mehr oder weniger, man schafft am Tag 800 Kilometer oder 600 und dann muss man sich die Etappen abstecken oder man geht in Ruhestand oder ins Sabbatical. Aber eine weitere Frage ist vielleicht auch die Komfortfrage. Also schlafe ich da gut? Also haben wir ganz oft auch schon gehabt in vergangenen Folgen, dass das immer wieder ein Thema wurde und fühle ich mich da wohl in so einem Camper? Ist das was für mich? Also im Grunde genommen eine Rückleitung auf, bin ich was für ein Camper-Typ oder bin ich ein Camper-Typ? Ich meine, Gerd und ich schlafen im Dachzelt. Also wir verbinden irgendwie nochmal diesen Nomaden, den Dachzelt-Nomaden mit dem fahrbaren Untersatz. Diese aber, Nähe zur Natur, weißt du, dieses irgendwie genau. So dieses Unmittelbare, das mag ich daran so gerne, aber das gehört ja auch mit zur Kauf oder zur Entscheidung dazu, ne? Wie möchte ich unterwegs sein? Möchte ich diesen Komfort auch unterwegs haben, den ich zu Hause habe und kenne? Das heißt also wirklich am besten noch mit der eigenen Bettwäsche oder sowas, oder reicht mir eine kleine dünne Isomatte, die ich dann irgendwo hinschmeiße und einfach nur in den Transporter reinpacke? Ich glaube, das sind ja auch viele Leute komplett unterschiedlich gepolt. Doof ist nur, wenn zwei Leute zusammenfahren, die dann komplett unterschiedlich in sich als Team sind. Und das ist wirklich, was du gesagt hast. Ich glaube, Kommunikation auf engem Raum, diese Gefängniszelle, die rollende Gefängniszelle, das kann schon heikel werden, wenn man da nicht irgendwie im Einklang unterwegs ist. So, das ist auch ein Schlafen ist ein wichtiger Faktor. Der eine kann nicht pennen, der nächste schnarcht die ganze Nacht oder so. Yippie. Das ist dann auch nicht so richtig toll. Ja, und gerade ich finde. Ja, bitte. Entschuldigung, wie sagst du? Nee, bitte, mach mal. Meinst es nicht zum Thema Schlaf, sag du. Nee, für mich ist es eigentlich so, ich höre das immer im Freundeskreis und habe es selber auch erlebt, dem einen kann es nicht weich genug sein und dem anderen ist das egal oder soll es extra hart sein. Das sind Sachen, die sollte man vielleicht auch dann bei der Auswahl des Autos oder des Untersatzes, ob es jetzt ein Caravan ist oder ein Camper, sich vorher überlegen und vielleicht auch dann die Optionen durchspielen, sodass alle happy sind, weil es ist nicht schlimmer als sagen wir mal, sich nicht auf das Wochenende im Camper oder auf die Urlaubsfahrt zu freuen, weil man sagt, oh, da schlafe ich so schlecht. Also das ist schon nicht ohne, das ist schon komplex, ja. Jetzt ja, ich wollte, genau, danke schön. Ich wollte sagen, wo wir gerade so über Abstimmen mit dem Partner sprechen, finde ich auch total wichtig, sich zu überlegen, wie man sozusagen reisen möchte. Also möchte ich an einen Ort fahren und da zwei Wochen Urlaub machen oder eine Woche und einfach nur stehen bleiben und einfach nur Bücher lesen und am Strand liegen? Oder möchte ich tatsächlich diese Abenteuerlust jeden Tag weiterfahren, Neues entdecken und so on the road wirklich, so einen Roadtrip machen? Das finde ich auch eine ganz wichtige Frage. Du sprichst du mir voll aus der Seele, weil ich habe das jetzt gemerkt, dadurch, dass ich mit meiner Frau so lange unterwegs war. Und wir sind eben halt auch in bestimmten Punkten unterschiedlich. Ich mag gerne mal so in so eine Stadt ein bisschen Kultur irgendwie reinsaugen. Und sie ist dann eher so Natur, 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 irgendwie einen Baum umarmen. Und das ist irgendwie, da muss man eine Mischung finden, sodass man dann irgendwie beiden Wünschen und Bedürfnissen auch gerecht wird und nicht dann einer seinen Stiefel durchzieht und der andere dann irgendwie den kürzeren zieht. Das ist, genau so ist es. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns doof finden oder dass wir das gemeinsame Reisen doof finden, sondern dass irgendwie auch dann ja auch so eine Wellenform denn da ist. Ne? Also manchmal ist man ein anstrengendes Jahr gewesen und sagt, ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu sehen. Normalerweise bin ich so ein Typ, aber jetzt möchte ich wirklich nur unter der Palme sitzen. Und der andere sagt so, das haben wir jetzt gerade zum Beispiel ein Jahr in der Einöde. Und jetzt reicht es mal, wir wollen mal wieder irgendwie so Urbanität spüren und mal so ein normales Café haben und wir wollen mal irgendwie, geil, ich kann hier eine Klamotte kaufen zum vernünftigen Preis. Also sowas, ne? Das heißt, das verändert sich dann ja auch. Also eine Abmachung, die du einmal getroffen hast, heißt ja auch nicht, dass es endgültig so bleibt und dann immer so ist, sondern man muss sich da, glaube ich, immer mal wieder neu einchecken, so wie man gemeinsam unterwegs sein möchte. Ja, haben wir ein bisschen was zu dem Thema jetzt zusammengetragen. Ich glaube, das ist irgendwie auch unerschöpflich. Wollte ich sagen, das kann man endlos ausführen. Ja. Aber das Schöne ist ja, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern allen unterstellen können, dass sie genau diese Ideen und Gedanken sich auch machen. Und das ist so ein bisschen Impuls jetzt, glaube ich. Und man selber findet sich da ja auch immer wieder neu. Ne? Also justiert sich ja auch immer wieder neu ein. Also merke ich zumindest bei mir, sowohl was die Destination angeht.
als auch was die Art des Campings angeht. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man es nie erfahren. Aber lass mich doch mal eine Sache fragen dazu. Eine Sache an euch drei hier. Immer. Was ist es für euch? Warum seid ihr mit der Art und Weise, wie ihr unterwegs seid, wenn ihr unterwegs seid, warum findet ihr das so geil? Nadine, bitte, Ladies first. Immer Ladies first, das immer ist ein Glück. Die einzige Lady, muss ich drauf einstellen. Du bist hier mal die als genau. Erstes gefragt. Genau, nächste Folge bin ich besser vorbereitet, darauf Erste zu sein. Musst du gar nein, nicht. Für mich ist es tatsächlich eben diese Freiheit. Wir haben vor dem Wohnmobil schon immer wahnsinnig gerne Roadtrips gemacht und dann einfach mit Hotel. Und haben dann mit Kind festgestellt, dass es einfach toll ist, wenn man alles immer dabei hat. Die Küche, den Kühlschrank, das Babyessen, was auch immer. Und nicht jeden Tag ein- und auspacken muss. So. Und trotzdem können wir aber noch diese Reisen machen, wie wir sie früher gemacht haben. Nämlich viel erleben. Also wir sind nicht so die Leute, die sich irgendwie dann 2 Wochen an einen Ort begeben und einfach nur Bücher lesen. Das kann ich nicht so gut. Ich will im Urlaub, gerade wenn ich irgendwo noch nie war, auch wirklich immer was sehen. Und dafür ist einfach das Wohnmobil perfekt. Ne? Also ich will die Welt sehen und das kann ich damit. Sehr schön. Wuppi. Ich kann das nur eigentlich so teilen. Genau. Freiheit, Beweglichkeit, also die Flexibilität, so dass auch das Unvorhersehbare, also das im Guten, das Unvorhersehbare auf sich zukommen lassen, so Horizont erweitern, das finde ich einfach grandios. Und trotzdem eben über diese ganzen Apps, über Navigation, du bist trotzdem ja nicht im Outback unterwegs, so, also noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann, aber du hast eigentlich immer eine Gewissheit, eine Sicherheit durch dieses kleine, durch diesen Käfig, in dem du dich bewegst, also nennen wir es jetzt mal Käfig, ne, du bist immer irgendwo, du kannst immer irgendwo anhalten, ankommen und Zwischenstopp machen und du kommst trotzdem eben an dein Ziel, dein Zwischenziel und also diese Summe an unglaublichen Eindrücken, die finde ich einfach grandios. Bei mir ist es die Reduktion auf das Wesentliche. Also es ist so eine Art von Gegenentwurf zu dem Leben in der Großstadt. Das ist so ein gewählter Minimalismus. Und da mache ich bei manchen Sachen auch gar keine Extras. Also ich mag es, mit einfachsten Mitteln unterwegs zu sein und mich da zu reduzieren und einfach auch gefühlt die Natur ganz intensiv zu spüren. Und Gerd hat es ja vorhin schon gesagt, in einem Dachzelt zu schlafen, auch bei 10 Grad mit einem vernünftigen Schlafsack, wenn es sein muss, sogar auch mit einer Wollmütze, finde ich einfach großartig. Also das ist für mich so ein Eskapismus am Wochenende, der mir das Campen ermöglicht. Ich finde Campen schon immer geil. Ich bin ja schon als Kind unterwegs gewesen mit Zelt oder sowas, bin damit aufgewachsen und ich finde alles daran geil. Ich finde es geil irgendwie, egal wie, Zelt, Hängematte einfach nur unterm Sternenhimmel oder richtig schweres Geschoss. Ich finde das geil. Ich finde es geil, mit Dingen draußen rum zu basteln und zu spielen, neue Dinge auszuprobieren. Ey, geil, guck mal den Stuhl an. Ich schreibe da auch ja darüber immer Fotos dazu. Ich probiere alles aus. Ich koche gern draußen. Ich mache gern Feuer. Ich schnitz gern rum. Ich finde es geil, so spontan, wenn mich die Nachbarn nerven, loszufahren, aber auch neue Nachbarn kennenzulernen, die alle geil sind, weil du irgendwie ganz anders den Leuten begegnest, weil die alle irgendwie draußen sein wollen. Irgendwie, ich finde Camp einfach großartig. Generell, also das kannst du mir irgendwie das geilste Hotel hinstellen und ich sag so, ja, geh kacken. Ich gehe dann lieber irgendwie nochmal irgendwie dann selber draußen in den Wald und mache mir das dann irgendwie selber schön. Ich brauche keine Luxustoilette. Ich finde es toll. Ich finde Campen einfach generell toll, weil es auch für jeden Zweck, für jedes Ziel und für jeden Anspruch ein Modell gibt. Das heißt also, ich bin Minimalist, so Wenning, wie du das gerade sagst, habe da die Möglichkeit. Ich brauche irgendwie richtig viel Platz und möchte tanzen auf dem Dach. Gibt es ja auch das richtige Modell für. Finde ich großartig. Ich liebe es. So eine Hommage ans Camping. Können wir jetzt mal einen Deckel drauf machen, oder? Haben wir doch jetzt alles zu gesagt. Naja, gut, ich werde mal nie fertig. Aber machen vielleicht wir Deckel haben wir drauf und frieren es ein. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Sachen vergessen, die euch irgendwie sofort einfallen bei dem Thema. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne mitmachen. Und wir können das dann gerne auch noch mal aufgreifen, das Thema. Schickt uns gerne eine E-Mail oder auch eine
Nachricht über die sozialen Medien. Das findet ihr alles unter www.camperman.de. Da sind alle unsere Social Media Accounts, The Camperman auf Instagram, als auch die Kontaktadresse hinterlegt. Schickt uns eine Nachricht, freuen wir uns immer. Und dann wissen wir vielleicht einen Gedanken mehr. Vielleicht haben wir auch an irgendwas noch nicht gedacht. Kann ja auch sein. Oh, ich glaube, wir haben an so vieles nicht gedacht. Du. Da wir haben noch eine ganze Saison vor Nadine, uns. Nadine hat ja gesagt, sie zerdenkt alles. Nadine hat alles schon durchgedacht. Oh, ich möchte mal ein Geheimnis zu Nadine erzählen. Das war ganz toll. Als sie den Camper gekauft hat und das erste Mal mit dem Kind unterwegs war, hat sie in unserem Camperman-Chat gefragt, so, oder darüber auch gesprochen, wie viel Windeln du schon mal gekauft hast, damit das Kind dann auch immer die ganze Zeit trocken bleibt. Also so viel zum Thema, haben so alles durchgeplant. Großartig. Also das hat sich zum Glück auch ein bisschen normalisiert jetzt bei dir, aber das war nicht super. Ja, ich glaube, bei Windeln geht man jetzt nicht Freestyle rein, aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausweiten. Ne? Genau, genau. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an euch. Ja. Mhm. Und zwar überlegt man ja vorher auch immer, was brauche ich alles, was nehme ich mit, was lasse ich zu Hause, was packe ich ein, was ohne was geht es gar nicht. Und ich habe mich gefragt, was so der absurdeste, verrückteste Gegenstand ist, den man vielleicht eigentlich, an den man beim Campen eigentlich gar nicht denkt, aber über dessen Anwesenheit ihr dann doch sehr froh wart. Ich antworte lieber nicht. Kaffeemaschine wahrscheinlich. Nee, ich habe, der reicht die Folge nicht. Also ich kenne das eher andersrum, dass man dann irgendwo ist und sich sagt, Mensch, hätte ich mal eingepackt. Also es ist, ne, also so, dass man, keine Ahnung, an einem wunderschönen See ist und sich sagt, hätte ich das SUP jetzt dabei oder was auch immer. Es ist ja immer auch die Frage, was man einpackt und wie viel Platz man hat. Aber der absurdeste Gegenstand, den man dabei hat, das ist wirklich eine gute Frage. Mein Plattenspieler. Ich hatte mal irgendwie, ich habe den euch schon mal vorgestellt, so einen kleinen mobilen Plattenspieler und ein paar Vinylscheiben, was totaler Schwachsinn ist eigentlich, aber geil. Ich sitze Schwachsinn da draußen, eigentlich, genau. Ja. Ich sitze da draußen, haben ein Glas Rosé da irgendwie da stehen, lass eine coole Platte laufen und freue mich. Was war von meinem Campen hat das gar nichts zu tun? Dann würde ich sagen, ich habe mal so einen aufblasbaren Sessel mir besorgt, weil ich so dachte, das muss es jetzt sein. Ihr kennt diese diese Liegewürste, nenne ich sie mal. Großer Hersteller, Fatboy, vielleicht mal gehört, mal gesehen. Und da gab es dann im Grunde genommen so ein Pendant, was man so aufblasen konnte. Und das war dann halt so ein Sitz. Der war auch saubequem, der hat noch nicht lange gehalten. Der war auch eigentlich viel zu teuer dafür, dass er gleich seine Luftdurchlässigkeit aufgelöst hat. Aber das war cool. Also den dabei zu haben, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Du musst dich noch immer mit dem Anker festmachen, ne? Ich erinnere mich noch daran, damit er nicht wegfällt oder so. Ja, man hat da immer so ein bisschen Sand reingestreut in die Verpackung. Das macht man bei den Dingern ja, damit sie da nicht wegfliegen. Ja. Man macht die hinten über diesen Clip da, wo man die Wurst zusammenrollt, genau. Und, ja. Und du, Nadine, ja. Hast du irgendwas Verrücktes dabei? Also mittlerweile haben wir es nicht mehr dabei, aber wir hatten tatsächlich auf der ersten Reise den Hochstuhl unserer Tochter dabei, von dem ich ganz romantisch dachte, wir stellen den dann draußen hin, wir auf unseren Stühlen, sie auf dem Hochstuhl. Wir haben den dann aber ganz oft drin im Wohnmobil verwendet, einfach morgens, wenn es noch zu kalt war, um draußen zu frühstücken oder wenn es in Strömen gegossen hat oder so Sachen. Und er passte wirklich genau in diese Ecke vor dem Tisch und es war genial, weil das Kind versaut nicht irgendwie das Sitzpolster und der schönen Bank so und sitzt gut, kann nicht aufstehen, kann nicht weglaufen. Es sah absurd aus, aber es war sehr praktisch. Das ist doch gleich ein Camper-Hack hier. Das ist also, dass Leute, die dann so ein frisch geschlüpftes Kind da mitnehmen, dann einfach so den hatten wir auch von Ikea. Einfach da reinstellen. Die Plastik, die weiße Plastikschale. Man kann die Beine abnehmen und kann das dann auch mal gut verstauen, damit das dann nicht im Weg steht. Ja. Und Reinhard, du? Die Schweden. Ja, ganz spießig. Ich hatte hier genug Zeit, jetzt drüber nachzudenken. Mir fällt echt nicht wirklich was ein, was so an Unnützen irgendwie mitgekommen ist. Aber ich war immer so ein bisschen spießig. Ich brauchte immer eine Tischdecke früher. Also am besten noch mit Kordeln schön. Und die. Das ist ja nicht und, schön. Ne, wenn du meine Frau fragen würdest, dann würde sie also das nicht sinnvoll oder sowas nicht unterschreiben. Also für sie ist es, also ich bin voll bei dir. Also ich kenne das. Bei mir im Reisegepäck sind Kerzen, Lampen, Tischdecken. Ja, genau, natürlich. Tischwäsche, ja. Und für mich, aber das ist das Wichtigste, was für dich vielleicht die Messer sind, die verschiedenen, mit den verschiedenen Zwecken gehört, das ist bei mir tatsächlich die Espressomaschine. Also wenn ich die nicht hätte, dann würde mir ein großes Stück Lebensqualität fehlen. Weil diese ganzen Camping-Kaffee-Diffusor, das ist alles nichts für mich. Ich brauche die klassische Espresso-Maschine mit Siebträger. Reinhard, nicht verraten, aber vielleicht habe ich da was für dich. Bleib mal in dieser Staffel hier mal dran. Ne? Also bleib mal dran, vielleicht kommt da noch was. Okay. Vielleicht kommt da noch was. Ja. Klasse.
Was haben ist vielleicht jetzt auch ein guter Punkt, ja, um überzuleiten, denn wir haben ja verschiedene Rubriken, die haben wir ja vorhin schon anmoderiert, und wir haben eigentlich auch immer ein Produkt, was wir euch vorstellen, was wir getestet haben und in diesem Fall auch verlosen. Und zwar geht es in dem Fall um eine Kühlbox, und zwar um eine passive Kühlbox von dem Hersteller Yeti. Wir reden über die Tundra 45. 45 ist das Volumen, was diese Kühlbox fasst. Und Yeti schreibt auf der Seite, dass das ungefähr Vorräte für 4 Personen sind. Kann ich bestätigen. Diese Box hat eine unglaubliche Robustheit, ist wirklich so konstruiert, dass man, das haben die Jungs von Yeti oder die Frauen auch von Yeti damals so gemacht, sie einem Grizzly vor die Nase stellen kann, und diese Kühlbox hält diesem Angriff stand, obwohl natürlich war da noch so ein Hängeschloss mit eingehakt. Also es gibt wirklich, und das fand ich auch lustig, eben eine extra Association, die war, das muss ich kurz zitieren, das habe ich mir aufgeschrieben, die Integrity Grizzly Bear, das Integrity Grizzly Bear Komitee gibt es, und dieses hat im Grunde genommen diese Kühlbox Grizzly approved. Das heißt, wenn man dort Waren drin hat, vielleicht auch in Kanada unterwegs ist und eben durch irgendwelche Nationalparks fährt, dann kann diese Box auf jeden Fall dem Grizzly Angriff standhalten. Vielleicht nimmt man dann eine ganz große, eine 350er, kann man sich selber reinlegen. Ist Frage nur, wer das Ding dann wieder aufschließt. Also das Ding ist wirklich sehr robust, relativ, ich sag mal, natürlich dadurch, dass sie eine so gute Kühlleistung hat, auch nicht ganz leicht. Das heißt, man sollte vielleicht auch gucken, dass man sich irgendwie einen Heckauszug oder ähnliches besorgt, damit man die nicht die ganze Zeit rumtragen muss. Aber was mich wirklich überzeugt hat, und ich habe jetzt die 45er schon 10 Jahre, die hat eine unglaubliche Kühlleistung und passiv sagt halt, es gibt keinen Stromanschluss oder ähnliches, sondern es ist eigentlich nur eine Kühlung, die über die Box stattfindet. Die hat vorne 2 sehr robuste Gummilaschen, eine wunderbare Gummidichtung, die auch dafür sorgt, dass wenn sie mal auf die Seite kippt, dass da nichts rausläuft. Einen sehr robusten Deckel, auf den man sich raufstellen kann, um das Dachzelt aufzustellen, beziehungsweise auch abends sitzen kann. Innen drin sehr praktisch auch ein Fach, also ein sehr großes Fach, was man auch durch so einen Divider teilen kann. Das heißt, man kann die vielleicht auch die Kühlkompartments so unterteilen, dass man rechts das Gemüse hat und links, keine Ahnung, die Getränke. Es gibt oben einen praktischen Korb, der reingelegt wird, der ist so leicht gummiert, wo man dann vielleicht Sachen reinpacken kann. Das heißt, wenn man die Kühlbox jetzt mit Eiswürfeln oder sowas belädt, was man sehr gut machen kann, wenn man Getränke transportiert, dann möchte man vielleicht nicht den Aufschnitt und die Butter da drin schwimmen haben, da hat man oben so einen schönen Box, so einen schönen Korb, und da kann man das dann alles drin lagern. Die kommt auch mit so 4 Gummifüßen, das heißt auch auf einer Ladefläche oder im Wohnmobil verrutscht die nicht. Die steht wirklich sehr, sehr robust. Und ja, hat an der Seite 2 Griffe als auch 2 Laschen. Das heißt, man kann die wunderbar auch zu zweit tragen. Und ja, es ist einfach eine unkaputtbare Kühlbox, die wirklich, also sagen wir mal, perfekt ist für den Weekend Warrior. Das heißt, man startet irgendwie idealerweise mit vorgekühlten Sachen aus dem Kühlschrank ins Wochenende. Legt ein paar Cool Packs dazu. Es gibt ja auch diverse YouTube-Tutorials mit irgendwelchen Hinweisen, wie man das am besten packt. Und dann kommt man ein Wochenende damit aus. Also das ist meine Erfahrung. Ich bin am Freitagabend los und habe am Sonntagabend immer noch Eiswürfel in dieser Box. Und das macht wirklich Spaß. Und diese Kühlbox, die Tundra 45, im Wert von 340 Euro verlosen wir. Das heißt, geht gerne auf unser Instagram-Profil und bewerbt euch dort in diesem Gewinnspiel. Wir werden dort die ganzen Details nochmal für euch auflisten. Und dann könnt ihr eine Tundra 45 von Yeti in Rescue Red gewinnen. Viel Glück dabei. Wenn ihr die dann gewonnen habt und wenn ihr dann sagt, so geil, das wird jetzt ein cooler Urlaub im wahrsten Sinne des Wortes, wollt aber nicht so weit fahren, vor allen Dingen dann nicht, wenn ihr aus Norddeutschland seid, dann könnt ihr dann einfach mal sagen, so Mensch, ich fahre in die Lüneburger Heide. Ich fahre nach Uelzen.
Also das ist wahrscheinlich, wir hatten ja schon über Reiseplanung gesprochen, vielleicht nicht unbedingt automatisch bei jedem sofort obendrauf auf der Liste, so wo, welche Paris, Athen, Uelzen. Also das ist vielleicht nicht unbedingt gleich ganz oben dabei. Aber ich glaube, wenn man da in der Gegend war und die Lüneburger Heide ist wirklich eine Reise wert und dann einen schönen Platz drumherum sucht, dann sollte man vielleicht mal zum Uhlenköper Camp fahren. Das ist nämlich ein Campingplatz, der direkt am Rand der Lüneburger Heide sitzt. Und das Schöne daran ist, von dort aus kann man auch, wenn man dort Urlaub macht, einfach da bleiben und da tolle Ausflüge von machen. Also ich sage das mal so, es ist ganz geil. Von nach Lüneburg selbst rein sind 30 Minuten. Nach Bisping, wenn man da zum Beispiel in die Skihalle will im Winter oder wenn man da auf der Ecke sein will, sind 45 Minuten. Man kann nach Soltau fahren zum Heidepark. Man kann irgendwie nach Walsrode fahren. Das ist alles ungefähr eine Stunde entfernt. Also von dort, von diesem Campingplatz, kann man nicht nur die Lüneburger Heide machen, sondern eben halt auch noch viele andere Sachen. Und dieser Campingplatz ist deshalb so besonders, weil es ein Bioplatz ist. Das heißt also, das ist irgendwie, es hört sich komisch an, ne? So wie so ein Reformhaus. Nee. Das heißt, der Betreiber, der Thomas Körding, der hat sich nämlich da gedacht, so, ich möchte gerne hier so einen nachhaltigen Platz bauen, wo dann auch so nur Bioprodukte und Biomaterialien verwendet werden. Und das hat er ganz schön gemacht. Also der Platz bietet eine Menge. Ich könnte jetzt noch eine ganze Menge weiter erzählen, aber ich dachte mir einfach mal, ich frage mal den Thomas Körding selbst, was er dazu zu erzählen hat. Ich habe den telefonisch getroffen, kann man mal sagen. Und wir haben über seinen Platz gesprochen, was er damit vorhat und was er zu bieten hat. Und ich würde mal sagen, hören wir doch mal rein. Interview der Woche. Herzlich willkommen, Thomas im Camperman. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich habe den Platz gefunden im Netz und habe gedacht, ich suche mal schöne Plätze, gerade zum Start der Saison, so die ein bisschen auch in meiner Lieblingsgegend sind, Norddeutschland sind. Und normalerweise fahre ich ja mal in die Ostsee und Nordsee, aber irgendwie mag ich auch diese Region gerne so um die Lüneburger Heide herum. Da habe ich den gefunden und war gleich begeistert von dem, was ich gelesen und gesehen habe. Biomaterialien, irgendwie, ihr achtet ja auf Sonnenenergie, ihr versucht irgendwie CO2-neutralen Strom irgendwie zu verbreiten. Also das ganze Gedöns, was man eigentlich so erwartet, wenn man Bio hat. Erzähl mal, wie ist euer Platz entstanden, wann habt ihr damit begonnen und warum Bio? Also die Bio-Geschichte oder die ökologische Ausrichtung ist bei uns eine Herzensangelegenheit. Wir leben selber so und wir haben schon sehr früh uns dafür interessiert, wie das ist mit den folgenden Generationen, ob wir die Ressourcen eigentlich so verschwenden dürfen, wie wir das halt gerade getan haben. Und deshalb ist unsere Bio- und Öko-Ausrichtung, haben wir schon seit 2005 so. Damals hat es noch nicht so viele Leute interessiert. Also gab es eine kleine Gruppe von Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit und Ökologie auseinandergesetzt haben, aber es war noch nicht in der großen, breiten Masse der Öffentlichkeit da. Und da haben wir unsere erste Zertifizierung schon gekriegt. Also wenn ich jetzt heute in Großstädte gucke, dann finde ich an jeder Ecke einen Unverpacktladen, da finde ich ja irgendwie tausend Dinge, wo es denn genau dieses Thema ist. Also fernab von diesem typischen Reformhaus-Klischee, jetzt eher in diesen Lifestyle-Gedanken herein. Diese Entwicklung, also auch der Gäste, hat sich das bei euch auch spürbar gezeigt? Also sind auch die Gäste anders geworden oder wachsen eure Gäste mit und gehen euren Weg mit? Nein, sehr deutlich ist die Zielgruppe anders geworden. Wir waren vorher ein Campingplatz, der vergleichbar ist mit anderen Campingplätzen. Man ist dann auf Plattformen und kriegt dann Sterne oder auch nicht. Und dadurch kommen dann der normale Durchschnitt der Leute, die sich für Campingtourismus interessieren, zu uns. Dadurch, dass wir jetzt diese konsequente Ausrichtung haben und auch gar nicht mehr dort im Marketing unterwegs sind, wo die anderen Campingplätze sind, sondern eher im Marketing da werben, wo Leute sind, die sich für Ökologie, Nachhaltigkeit und Bio interessieren. Dadurch kommen dann die Leute auch und sind interessiert daran. Und das macht einen Haufen Spaß. Die prüfen uns, testen uns natürlich auch auf Authentizität. Mhm. Da kann man nicht irgendwie irgendwas Greenwashing machen, sondern da muss das Original sein. Aber da lassen wir uns gerne prüfen und messen. Ich habe das auch gesehen. Also du sagtest gerade so, Sterne werdet ihr vielleicht bei einigen nicht mehr bekommen, dafür aber Auszeichnungen ohne Ende. Ich habe auf der Webseite gesehen, dass ihr irgendwie Zertifizierung und peu à peu habt. Also wenn ihr eine Jacke wäre, dann hättet ihr ganz viele Orden am Revers. aber jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Klischee des Bios. Ne? Also es ist ja irgendwie, für mich ist es selbstverständlich, ne, dass wir irgendwie so nachhaltig denken und was auch immer. Aber es ist auch immer für viele, glaube ich, mit so einem Stempel versehen, dass da irgendwie so ein bestimmter Menschenschlag zu euch kommt. Was sind das für Leute, die zu euch kommen?
Also es ist schon ein bestimmter Menschenschlag, insofern, als dass sich die Leute dafür interessieren und offen dafür sind. Es ist nicht so, dass jeder Gast, den wir haben, ein kompletter Biomensch sein muss, sondern es ist einfach der ganz normale Querschnitt in der Bevölkerung. Mhm. Aber es sind vielleicht eben Leute, die zu Hause auch im Bioladen einkaufen oder auf ihre Ernährung achten. Und insofern, ein ganz häufiger Faktor ist ja, dass sich Leute für Bio interessieren, wenn sie plötzlich Kinder haben. ist so ein ganz typisches Ding. So, jetzt sind dann da die Kinder und man überlegt sich, was gibt man denen für Nahrungsmittel? Und dann kommen viele auf den Bio-Trip. Und deshalb haben wir auch sehr viele Familien mit kleinen Kindern. Also das ist eine ganz große Zielgruppe. Im Sommer ist es voll hier mit Kindern, die vielleicht auch noch nicht mal richtig laufen können. Also so wirklich Kleinkindern, aber bis 10, 12 Jahre. Ja. Genau. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der für mich beim Campen extrem wichtig ist, das Essen. Das heißt also, wenn ich jetzt in irgendeiner Form unterwegs bin, ich koche gerne, mache das auch alles gerne selber, aber ich gehe auch gerne essen. Und da habe ich gesehen, dass bei euch da auch ein gutes Angebot ist. Also ich habe da, glaube ich, so eine Kombination, wo so ein Imbiss, also auf den Bildern sah das so aus, wo es irgendwie auch eine Pommes und was auch einen Burger gibt oder sowas. Wie sehr achtet ihr da auf Bioprodukte und Nachhaltigkeit? Wir brauchen da gar nicht drauf zu achten, sondern es ist eben halt so, alles, was wir einkaufen, sind Bio-Lebensmittel, also zu 100%. Wir werden beliefert vom Naturkost-Großhandel und da brauche ich nicht zu gucken, was ist dann Bio-Produkt und was nicht, weil es ist einfach zu 100% alles Bio. Und das sind die Dinge, die wir dann auch verarbeiten, die wir dann im Bistro auch haben und die auch im Laden stehen. Wir haben übrigens auch im Laden einen kleinen Teil mit unverpackt. Ist auf dem Campingplatz nochmal eine tolle Sache, weil dann kann ich mit meinem kleinen Topf kommen und mir so viele Nudeln abzapfen, wie ich jetzt für das Essen gerade brauche. Und dann geht's zum Gaskocher und dann gibt's Nudeln mit Soße. Wie auch immer. Nein, also es ist alles zu 100% Bio, aber nicht, weil wir das dogmatisch machen, ja, sondern weil wir einfach nur da einkaufen. Und da gibt es dann keine Alternative. Ach, sehr schön. Und jetzt habe ich auch gesehen, in einer NDR-Reportage, die ja im letzten Jahr von euch ausgestrahlt worden ist, gibt es immer noch in der Mediathek, kann man nachgucken, dass ihr einen großen Invest oder ja, deine Familie, ich glaube, das ist ein Familienbetrieb, kann man sagen, einen großen Invest getan haben, dass ihr nochmal wirklich die Infrastruktur so auf links gedreht habt. Ihr habt da neue Gebäude gebaut und was auch immer. Kannst du ein bisschen den Platz beschreiben? Ja, also das war natürlich die größte Aktion, die wir jemals gemacht haben. Grundsätzlich sind wir ja ein ziemlich kleiner Campingplatz mit 80 Stellplätzen. Das ist überschaubar. Aber das alte Gebäude, das alte Sanitärgebäude war halt in die Jahre gekommen und wir wussten das auch und wir haben immer versucht, Ressourcen zu erhalten und das noch zu renovieren. Das ging aber nicht mehr. Es war nicht möglich, weil das ein Sommerbau war. Und ja, dann gab es halt die Möglichkeit, auch gefördert zu werden. Wir sind über die Wirtschaftsförderung da angesprochen worden und haben dann hier wirklich unser, man kann schon sagen, unser Lebenswerk hingestellt mit dem Neubau und haben jetzt eben diesen Laden toll und die Küche dabei und können jetzt sogar auch Hotelzimmer anbieten auf dem Campingplatz, was eine tolle Erweiterung ist, weil ja, manchmal kommen Gruppen an, wo welche sagen, nee, ich lege mich doch nicht auf eine Luftmatratze ins Zelt. Die haben dann eine extrem komfortable Möglichkeit, hier bei uns auch zu wohnen. Du sprichst gerade diese Vielfalt an der Unterbringungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt gesehen, dass es einen normalen Zeltplatz gibt, aber normal insofern, dass man nicht mit dem Auto drauf fahren kann, sondern den Bollerwagen am Eingang holt. Ich sehe so ein Bild vor mir, wie die Leute schon ihre Wurst auf dem Grill haben. Da kommt die nächste Familie mit dem Bollerwagen. Das hat ja auch gleich erstmal so ein großes Hallo, glaube ich. Ja. Dann diese Fahrradzeltplätze mit den Bügeln, wo man seine Fahrräder einfach vernünftig auch anbringen kann und anschließen kann, fand ich super. Dann, klar, wohnmobile Plätze, aber da habt ihr so Gruppen angelegt, habe ich gesehen, fand ich ganz schön, so Nischen, ne? Genau, also es sind immer so Stellplatzgruppen von 6 bis 8 Plätzen. Die stehen so ein bisschen in der Wagenburg, so im Kreis und nach in der Mitte ist es offen. Und die Stellplätze sind auch nur parzelliert immer so ein bisschen nach links und rechts und nicht in die Mitte. Wir wollen den Gemeinschaftsraum, den es in der Mitte gibt, auch nutzen. Wer den als erstes nutzt, ist ja klar, das sind die Kinder. Die haben sofort Freunde. Die Erwachsenen tun sich ja immer ein bisschen schwerer, sich mit fremden Menschen zu unterhalten. Aber über Kinder oder Hunde kommt man ins Gespräch. Das kennt man ja auch. Und insofern funktioniert dieses Konzept mit diesen Stellplatzgruppen. Der Zeltplatz ist einer meiner Lieblingsplätze, weil da die Stimmung
wirklich sehr, sehr offen und sehr gelöst ist. Und man steht dadurch, dass man da nicht immer Hecken oder Autos dazwischen hat. Man steht wirklich relativ gut zusammen, hat da eine gute Infrastruktur und das ist eine tolle Atmosphäre auf dem Zeltplatz. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich campe schon Ewigkeiten, seit ich glaube, ich habe erst gecampt, bevor ich laufen konnte oder so. das Ding ist, dass irgendwie ich immer das Gefühl hatte, dass ich mal beim Zelten tatsächlich mit anderen Camper schneller irgendwie in Kontakt kommt, schneller näher kommt, als immer mit seinen geschlossenen Kabinen, egal ob die auf eigenmotorisiert sind oder gezogen werden oder so, weil man hilft auch schneller mal. Man hat mal schnell irgendwie, der eine hat was vergessen, der nächste hat es dann parat oder sowas. Irgendwie ist es dann beim Zelten eher familiärer campen, habe ich immer das Gefühl. Hast du es auch so? Ja, aber diese Stellplatzgruppen, die wir haben, fördern das in etwa genauso. Mhm. Also da ist es auch so, wenn jemand neu kommt und die anderen stehen schon da, dann muss der ja auch so ein bisschen rückwärts rangieren und so. Und die anderen sehen das ja. So, und jetzt kann ich mich darüber amüsieren, ob jemand ich nenne das Camping TV oder nicht. Genau, das ist auch so. Oder ich stehe halt auf aus meinem Campingstuhl und helfe halt mal ein bisschen reinzuschieben. Und das kommt dann wirklich auch häufig vor. Und dann hat man ja schon Gesprächsthema zu seinen Nachbarn und das ist eigentlich ganz schön. Also insofern ist auch da die Atmosphäre nicht abgeschottet, sondern kooperativ. Wenn ich mich abschotten... Das gefällt übrigens auch nicht immer jedem. Ne? Es gibt auch Leute, die wollen sehr, sehr gerne alles schön, immer ihren eigenen Bereich haben und ihre eigene Ecke. Die kommen halt nicht wieder. Das kann sein, ja. Und das ist dann eben auch so. Ist auch nicht schlimm. Ihr habt ja noch andere Sachen. Ihr habt irgendwie so Schafs, so Schäferhütten, würde ich mal sagen, diese Tonnen. Also ihr habt die ganz nett aus Urmel, aus dem Eis so ein bisschen. Irgendwie genau. Dann irgendwie so lustige Holzhütten, wo man seine seinen Schlafsack selber mitbringen muss und irgendwie so noch andere. Das ist wirklich sehr vielseitig. Ich kann also irgendwie ganz unterschiedlich bei euch meine Zeit verbringen. Wie viele Leute machen das denn? Also wie, du sagtest 80 Stellplätze plus andere, wie viele Leute habt ihr so im Jahr, die dann bei euch sind? Also wir sind letztes Jahr gewesen insgesamt bei 25.000 Übernachtungen, also das ist schon eine ganze Menge. Das ist aber alles erst möglich geworden durch dieses neue Sanitärgebäude. Die Kapazitäten sind da jetzt natürlich optimal darauf angepasst. Es steht an einer guten Stelle, also mitten auf dem Platz, man hat kurze Wege von überall. Und ja, wir haben immer diese Vermieteinrichtung. Da sollte man übrigens auch jedes Jahr auf die Seite gucken, weil das ändert sich jedes Jahr halt mal. Da kommen irgendwelche Hütten dazu, dafür verschwinden andere, die dann halt mal ein bisschen zu alt geworden sind. Jetzt gerade habe ich auch wieder was Neues bestellt. Das werden zwei Kuppelzelte sein mit so Ausguckfenstern. Also kommt immer wieder was Neues dazu. Ich habe einen Haufen Spaß daran, damit zu experimentieren und immer mal wieder neue zu machen. Das klingt so, weil ich kenne auch viele Campingplätze, die haben irgendwann mal was fertig gemacht und sagen, das reicht. Das funktioniert ja. Warum soll ich was ändern? Never change a running system sozusagen. Das klingt bei dir nicht so. Du hast wirklich noch Bock da drauf? Jedes Jahr wieder. Also das ist immer, viele fragen ein Jahr, was macht der Campingunternehmer dann eigentlich im Winter? Da kann er sich ja ausruhen und so. Das stimmt natürlich gar nicht, weil da sind wir unterwegs und müssen halt sehen, die Saison wieder vorzubereiten und solche Dinge zu organisieren, zu bauen, zu kaufen, finanzieren. Natürlich alles, was dazugehört. Marketing muss natürlich dann laufen, weil man es irgendwo auch hinschreiben muss. Aber ich habe richtig Bock darauf, dass es damit immer noch weitergeht. Und man hat auch immer so Pläne, wo will man in 2, 3, 5 Jahren stehen. Kannst du darüber reden? Willst du das schon irgendwie, hast du da schon eine Idee? Es ist dazu gekommen, dass, weil wir das Hauptgebäude jetzt so groß und schick haben, fällt einem natürlich auf, dass die ganzen kleinen Sachen, die alle drumherum sind, jetzt ja auch schon ein bisschen älter geworden sind. Also wir haben am Zeltplatz noch ein kleines altes Sanitärgebäude, was auch nur im Sommer geöffnet hat, aber was die Kapazität eben erweitert. Und jetzt merkt man erst, hui, ja, okay, daran könnte man ja auch mal wieder was tun. Und da ist zum Beispiel die Idee, dass wir da eine zweite Etage draufsetzen und dann so Coworking Spaces anbieten wollen. Now we're talking. Ja, es gibt immer mehr Leute, die sind mit dem Laptop unterwegs und brauchen ordentliches WLAN, damit sie dann was arbeiten können. Die Sitze sind auch jetzt schon da und suchen nicht sich Nischen oder sitzen auf der Terrasse und arbeiten da mal vor sich hin.
Aber wenn man denen eine optimale Infrastruktur bieten kann, dann ist das natürlich noch besser. Das ist interessant, also sowas zum Beispiel, genau. Das ist interessant, wie sich deine Zielgruppe verändert. Entschuldigung. Ja, bitte. Ja. Bitte. Und die andere Sache ist eben halt in den Mietunterkünften. Also da will ich eigentlich jedes Jahr was haben. Jetzt sind wir in Kontakt mit einem, der ökologische Schäferwagen baut. Also es ist ja immer ein bisschen schwer, dass ich Lieferanten finde, die auch meine Bedingungen nach Baubiologie und so erfüllen, weil ich kaufe halt keine Plastikkisten, sondern eben halt nur das, was baubiologisch dann auch in Ordnung ist. Aber da habe ich jetzt jemanden und ja, das muss ich jetzt irgendwie finanzieren, das weiß ich noch nicht wie. Na, dann hilft eine gute Saison, glaube ich, irgendwie zumindest dabei, dass irgendwie so ein bisschen Geld irgendwie wieder ausgegeben werden kann. Genau, ja. Sag mal, wenn du Urlaub machst, fährst du auch campen oder wie machst du Urlaub? Also ich würde sehr, sehr gerne, aber das Problem ist, dass wir im Sommer fast nie Urlaub machen. Ja, es macht hier so viel Spaß, ich will hier sein. Ich muss nicht mehr unbedingt, ich könnte wahrscheinlich auch das zu anderen Leuten mal sagen, dass sie halt mal für eine Woche das übernehmen. Aber es macht einfach Spaß und deshalb möchte ich im Sommer gerne hier sein. Also beschränkt sich es auf den Herbst oder auf den Winter. Und das, dann ist es ja nicht mehr so ganz so leicht, irgendwas zu machen mit dem Camping. Ach, aber, verstehe, du magst es dann auch schon gerne warm. Naja, nee, ich kann auch irgendwo wandern gehen, das ist nicht das Problem. Also ich fahre auch gerne, weiß nicht, ins Mittelgebirge oder in die Alpen und so und gehe da auf lange Trips zum Wandern, aber wenn es dann so um 0 Grad wird oder so, dann ist das Zelt draußen dann doch nicht das. Wir haben einen kleinen Campingbus, damit kann man schon mal losfahren, aber auch nicht so voll ausgestattet und so, das, genau. Der Platz hat geöffnet, das heißt, ist ein Ganzjahresplatz, oder? Jawohl, also durch die Hotelzimmer sowieso, und aber auch die Stellplätze draußen. Ganzes Jahr ist geöffnet, wir sind das ganze Jahr da. Wir sind auch der einzige Laden in der Gegend, der das ganze Jahr geöffnet hat, jeden Tag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr. Das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Nein, man kann jederzeit kommen. Und sei es nur, um ins Naturbad zu gehen und eine Bratwurst bei euch zu essen und eine gute Zeit zu haben. Genau, also das sowieso, also unser Naturfreibad ist auch so teilöffentlich. Also da kann man auch so mal zum Baden einfach hinkommen. Wir liegen aber so ein bisschen versteckt, sodass hier nicht so Massen einfallen und so. Aber das ist schon alles offen. Ja, dann sitzt man auf der Terrasse, trinkt einen Cappuccino, guckt seinen Kindern zu, alles gut. Falls das schon so gut klang, dass ihr sagt, ihr bucht schon mal, das könnt ihr über die Website machen. Da findet ihr auch ein Video, das ihr hübsch gemacht habt, irgendwie, um so ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Guckt euch das an. Nicht. Spätestens dann, glaube ich, werden unsere Hörer auch mal ein bisschen buchen wollen bei euch. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich glaube auch, dass spätestens zum Coworking zur Eröffnung. Und dann gucke ich mir das mal vor. Und vielen Dank, Thomas, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen über deinen Platz zu erzählen. Und ich drücke dir die Daumen, dass es eine fantastische Saison wird. Okay, das nehme ich gerne mit, auch für unser Team. Ich freue mich. Dankeschön. Danke. Camperman, auch online. Unter camperman.de. Was ich noch ergänzen kann vielleicht, das haben wir, glaube ich, im Interview auch gesagt, das ist ein Ganzjahresplatz. Das heißt also, man kann da jederzeit hinfahren, auch den Winter verbringen, ist ganz cool. Und was ich total geil finde, der hat ja so ein verrücktes Zeug, also nicht nur, was weiß ich, man kann auch ein Kanu nehmen oder sowas, das man da mieten kann oder diesen kleinen Flusslauf längs fahren. Und es gibt einen Kickertisch und so, das ist alles ganz schön. Eine Sauna im Winter, auch geil. Das ist was für dich, Henning, und für dich, Reinhard, und für dich, Nadine, und für mich, wenn wir da mal zu viert hinfahren sollten, dann kann man so ein lustiges Fahrrad mieten. Das ist ein Conference-Bike, so ähnlich wie so ein Bierbike. Das heißt, du sitzt dann quasi im Kreis und fährst dann zu viert oder bis zu 6 Personen dann damit so einem komischen Fahrrad durch die Lüneburger Heide. Ich glaube, das könnten wir mal machen. Also kann man sich da mieten. Wir einen Podcast aufnehmen und dabei während der Fahrt schnaufen. Geile Idee. Genau. Das machen wir. Wir machen während der Fahrt, nehmen wir einen Podcast aus und wer am besten dann noch bei Atem ist, der hat gewonnen. Finde ich super. Und das Ding ist wie ein Ganzjahresplatz. Ich habe mal geschaut jetzt für jetzt, wenn ihr jetzt buchen wollen würdet und 2 Nächte, also von Freitag auf Sonntag da sein, dann zahlt man für 2 Personen mit einem Wagen 62 Euro, glaube ich, für 2 Nächte. Also 31 Euro die Nacht. Wenn man im Sommer, im Hochsaison, in den Ferien das macht, von Freitag auf Sonntag sind es ein bisschen mehr, sind es, glaube ich, 74 Euro oder sowas. Hund kostet extra, Strom kostet extra, aber sonst alles drin. Also von daher, fahrt da mal hin. Also wirklich, das ist eine schöne Ecke auf jeden Fall. Und der Platz bietet auch für Kinder und für Erwachsene genügend Möglichkeiten, dass man eine gute Zeit haben kann. So, jedenfalls nach den Bildern und dem Gespräch zu urteilen.
Ja, dann los. Ja. Also nicht so begeistert, Henning. Ja, dann los. Nein, ich muss sagen, ich bin in Gedanken eigentlich auch schon unterwegs. Ich muss sagen, das war jetzt die erste Folge nach der Winterpause und ich fühle mich noch so ein bisschen bröckelig. aber ich tun wir, glaube ich, alle. Bitte? Tun wir, glaube ich, alle. So. Insofern, danke, dass ihr zugehört habt. Ja, das Lustige ist, dass wir am Anfang gesagt haben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, geil, wir gehen mal kurz rein und raus, wir machen eine kurze Folge, wir sind jetzt über einer Stunde. Aber hey, ist der Start. Wir loben Besserung. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Guckt bei Instagram und abonniert unseren Kanal. Ihr könnt das ganz einfach machen bei dem Podcast-Service eurer Wahl. Klickt ihr auf das Herz, auf den Stern, auf was auch immer, damit ihr wisst schon, wie das funktioniert. Damit ihr die frische, brühwarme Folge jeden Donnerstag frisch in eurem Podcast-Player habt. In dem Sinne, bis nächste Woche Donnerstag. Adios. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.